Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, nicht zu OMSI 2, sondern erstmal zum Auflösungsvideo der letzten Fragen aus OMSI 2, Folge 360 diesmal. Ich habe das ja gesagt, ich gliedere das aus in extra Video, weil das ansonsten den Rahmen sprengen würde. Vielleicht macht das in Mainz jetzt nicht so viel aus, weil die Tour recht lang ist, aber trotzdem gliedern wir es aus. Und dann öffne ich jetzt auch die Fragen wie immer. Hier stehen die Antworten in dieser Spalte rechts. Das heißt, ihr könnt eigentlich einmal das Bild anhalten, euch die Antworten vergleichen mit euren Antworten und euch die Punkte schon geben. Oder wir gehen sie jetzt gemeinsam durch. Die Möglichkeit gebe ich euch immer. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt jetzt einfach auch sagen: So, da sind die Antworten. Ich mache weiter mit der OMSI-Folge. Für die, die dranbleiben möchten, werde ich die Fragen aber einzeln einmal durchgehen. Ne? So, und da fangen wir oben an. Der erste Block aus 10 Fragen selbst geschrieben. Jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Geschichte. Wer war zur Zeit von Jesu Geburt, also im Jahre 0 römischer Kaiser und damit gleichzeitig der erste römische Kaiser? Das war Augustus oder auch Gaius Octavius genannt. Also Augustus wird den Punkt geben und Octavius genauso. Ist aber an dieser Stelle gar nicht gefragt. Augustus reicht vollkommen aus. Politik und Wirtschaft. Wen wählt die Bundesversammlung in Deutschland? Ich habe das mal mit in Deutschland dazu geschrieben, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das nicht in irgendeinem anderen Land doch noch anders ist. In Deutschland, die wählt den Bundespräsidenten. Und zwar ist die Bundesversammlung die Vereinigung aus der Bundesregierung. Nee, nicht nur Bundesregierung, sondern komplett der Bundestag. Sorry. Die Vereinigung aus dem Bundestag, dem Bundesrat und noch einer Anzahl an Menschen, die der Bundesrat auswählt, sodass aus diesem Bereich genauso viele Leute, also Bundesrat plus diese ausgewählten Menschen zusammen, dass genauso viele Leute sind, wie im Bundestag sitzen. Kunst und Kultur. Welcher österreichische Künstler wurde am 15.12.1928 in Wien geboren und war auch als Architekt und im Umweltschutz tätig? Er entwarf etwa 40 Bauwerke, darunter ein nach ihm benanntes Haus im dritten Wiener Gemeindebezirk an der Ecke Kegelgasse, Löwengasse. Das ist Friedensreich Hundertwasser. Hundertwasser hat er sich den Künstlernamen gegeben. Friedensreich Hundertwasser, Regentag, Dunkelbund. Bekannt ist dann natürlich unter dem Namen Hundertwasser. Friedrich Stohwasser gibt hier auch den Punkt. Wenn ihr seinen bürgerlichen Namen hingeschrieben habt, aber Hundertwasser ist natürlich das, was die meisten kennen. Machen wir weiter. Literatur und Medien. Ein Podcast, drei ehemalige Giga-Moderatoren. Einer von ihnen ist heute Moderator bei Gamescheck, der andere hat eine Vorliebe für Bohnen, der dritte im Bunde hat einen YouTube- und Twitch-Kanal und findet Spiele super. In ihrem Podcast reden die früheren Arbeitskollegen über alles Mögliche. Neue Folgen erscheinen wöchentlich. Wie heißt der Podcast? Das ist Podcast ohne richtigen Namen. Kurz Porn. Oder Podcast ohne richtigen Namen, weil das in Klammern muss man ja besonders betonen. Natürlich hier eine Anspielung drin. Ja, hier Bohnen, ne? Rocket Beans und Super Games. Spiele super, ne? Dann haben wir Musik. Welcher Musikinstrumentehersteller hat seinen Hauptsitz im japanischen Hamamatsu? In seinem Logo befinden sich drei Stimmgabeln. Bekannt wurde auch eine Tochtergesellschaft, die Motoren und Fahrzeuge herstellt. Das ist Yamaha oder Yamaha Corporation. Yamaha reicht also immer das, was fett gedruckt ist, das reicht, ne? So, Film und Fernsehen. Wie ist die Fernsehshow von Stefan Raab, die zwischen 1999 und 2015 mehrmals pro Woche abends auf ProSieben zu sehen war? Das war TV Total. Bis zu viermal die Woche kam das. Eine legendäre Sendung, finde ich. Sport und Spiele. Nee, erstmal die Lifestyle und Technik. Werbeparodien, verschiedene Cartoon-Serien wie Flossen und Pete. Auf YouTube ist er schon lange bekannt und auch seine Live-Shows werden gesucht. Aktuell entwickelt er einen Kinofilm. Wie heißt der 1972 geborene Bielefelder? Das ist Rute, Ralf Rute. Rute reicht natürlich vollkommen aus für den Punkt hier. Es ist ja immer so, der Nachname reicht. Sport und Spiele. Welche Sportart betreiben folgende Teams? Boca Juniors, Wolverhampton Wanderers, Young West Bern und Maritime Funchal. Das sind Fußballteams, also die spielen Fußball. Vielleicht Boca Juniors schon mal gehört, Young West Bern schon mal gehört.
Die sind in Brasilien, Young Boys Band sind in der Schweiz eben, Wolverhampton Wanderers sind in Großbritannien und Maritimo Funchal, Funchal ist ja auf Madeira, gehört zu Portugal. Welt und Natur. Welches ist der flächenmäßig größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika? Das ist Alaska. Kurz und knapp Alaska. Wissenschaft. Wie heißt die Teilwissenschaft der Physik, die sich mit den verworfenen Körpern und deren Flugbahn beschäftigt? Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Wurfgeschoss. Das ist Ballistik. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht leitet sich Ball davon ab. Bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Das waren die ersten 10 Fragen auf jeden Fall. Bis zu 10 Punkte konntet ihr da kriegen, wenn ihr das alles richtig habt. Und dann geht's weiter mit der Expertenfrage 1. Aus dem Bereich Musik und dem Deutschlandcup von Oktober 2019. Welches wichtige Utensil hat Michael laut dem ersten großen Hit von Nina Hagen aus dem Jahr 1974 leider vergessen? Das ist der Farbfilm, oder Farbfilm reicht als Antwort. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Und aus dem Bereich Film und Fernsehen die Expertenfrage. Eine der aktuellen Tagesschausprecherinnen stammt gebürtig aus Halle an der Saale und trat 1999 die Nachfolge des im Juni 2019 verstorbenen Wilhelm Wieben an. Zuvor war sie unter anderem für den Sender Freies Berlin tätig. Von wem ist die Rede? Das ist Susanne Daubner. Daubner reicht hier aus. So, dann sind wir schon im zweiten Block. Geschichte. Mit welchem Monat begann der römische Kalender ursprünglich? Wer im Lateinischen fit ist, kann sich die Antwort aus den Bedeutungen für September, Oktober, November und Dezember ableiten. Das ist der März. September der siebte Monat, Oktober der achte, November der neunte und Dezember der zehnte. Deswegen kann man sich das daraus ableiten, dass der September, das ist ja eigentlich jetzt der neunte Monat und damals war es der siebte, deswegen September, 2 Monate später, deshalb muss das Jahr musste 2 Monate später beginnen, also mit dem März. Politik und Wirtschaft. Eine Zession ermöglicht einem Versicherer eine Verminderung des versicherungstechnischen Risikos. Es ist also eine Versicherung für eine Versicherung. Welcher Name hierfür ist im Deutschen geläufig? Das ist einfach eine Rückversicherung. Kennt ihr vielleicht den Namen der Münchner Rückversicherung? Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht. Kennt ihr den einen oder andere? Dann Kunst und Kultur. Er wurde 1724 in Königsberg geboren und starb 1804 dort. Wie hieß der Philosoph, der unter anderem mit der Kritik der reinen Vernunft und der Metaphysik der Sitten bekannt wurde? Das ist Immanuel Kant. Literatur und Medien. Welches ist die größte Regionalzeitung Deutschlands? Ihr Hauptsitz und ist in Essen und sie erscheint mit 28 Lokalausgaben im gesamten Kernruhrgebiet. Das ist die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Kurz WAZ. Beides richtig hier. Ihr Kurzname oder der Plätte. Musik. Unter welchem englischen Namen ist das italienische Lied Conte Partirò in der Interpretation von Andrea Bocelli und Sarah Brightman bekannt geworden? Gespielt wird es häufig bei Verabschiedungen. Das ist Time to Say Goodbye. Kennt ihr bestimmt. Das Time to Say Goodbye. Oder halt Conte Partirò. Passt. Film und Fernsehen. Wie heißt die von Ellen DeGeneres moderierte US-amerikanische Talkshow, die seit September 2003 regelmäßig ausgestrahlt wird? Die heißt The Ellen DeGeneres Show, ganz einfach. Also, Ellen Show würde mir ausreichen. Wenn jemand nur Ellen hingeschrieben hat, dann ist das auch okay. Glaube ich aber nicht. Aber The Ellen Show haben vielleicht einige von euch, die das wussten, das kennen. Lifestyle und Technik. Welches Obst gibt es in den Sorten Braeburn, Pink Lady und Granny Smith? Das ist der Apfel. Ganz einfach. Gibt es dann auch viele andere Sorten von Apfel, da gibt es ja Unmengen an Sorten. Sport und Spiele. Welche japanische Kampfkunst heißt im Deutschen so viel wie leere Hand? Das ist Karate. Karate. Nehmen wir Karaoke heißt leeres Orchester. Also wird Kara irgendwas mit leer heißen. Aber mehr weiß ich auch nicht aus dem Japanischen. Welt und Natur. Was ist der längste Fluss Chinas? Das ist der Yangtze oder Yangtze-Yang. Beides würde ich als richtig geben, weil viele statt Yangtze-Yang einfach verkürzt Yangtze sagen. Deswegen ist okay. Wissenschaft. Wie heißt ein Zellorganell, welches von einer Doppelmembran umschlossen ist und eine eigene Erbsubstanz enthält? Umgangssprachlich
wird es als Kraftwerk der Zelle bezeichnet. Na, wer hat im Biologieunterricht aufgepasst? Das ist das Mitochondrion oder halt im Plural Mitochondrien. Alles okay. Könnt ihr alles hinschreiben. Ich habe jetzt hier nur die Singularform geschrieben, weil es im Singular ja auch gefragt wurde. Expertenfrage 3. Also hier in dem Fall könnt ihr auch wieder pro richtige Antwort einen Punkt bekommen. Dann sind wir bei 10 Punkten wieder. Das heißt, ihr habt jetzt schon, wenn ihr alles richtig habt, 24 Punkte. Denn die beiden geben ja lieber 2 Punkte. Und hier die beiden auch. Pardon. Spätestens seitdem das Internet nicht mehr Neuland ist, wir sind in Lifestyle und Technik, hat sich das Wort Spam als geläufiger Begriff für unerwünschte E-Mails etabliert. Was wurde unter der Marke Spam vertrieben? Das ist Dosenfleisch gewesen. Fleisch reicht aber hier als Antwort aus, deswegen ist das fett markiert. Und die zweite Expertenfrage, also eigentlich die vierte. Spätestens seit. Nee. Auch Felix Groß, der jüngere Bruder von Toni, ist als Mittelfeldspieler im Profifußball aktiv. Bei welchem Bundesligaverein steht er aktuell unter Vertrag? Das ist Union Berlin. Mir reicht an dieser Stelle Union aus. Das ist eindeutig. Berlin ist für mich nicht eindeutig, denn es gibt noch Hertha BSC, die ja auch erfolgreich sind. Und Bundesliga bzw. zweite Bundesliga spielen, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube zweite Bundesliga, aber ist egal. Union ist das, was da so kommen sollte. Jo, das auch jeweils 2 Punkte. Das heißt, wieder 28 Punkte waren möglich in dem Folge von Samstag von gestern aus eurer Sicht. Mich interessiert natürlich wieder gerne, wie viele Punkte habt ihr? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns sofort wieder für euch in einem neuen Video, für mich auch in Omsi. Und in der neuen Omsi-Folge mit 24 neuen Fragen. Bis dahin, ja, tschüss.